Also hallo, alle miteinander. Ich lebe zurzeit in Miami Beach, komme aus Deutschland, bin 2016 nach Miami ausgewandert und hatte irgendwie überhaupt gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und ich war so geschockt über den Plastikkonsum in Amerika. Der ist, also das können wir uns, glaube ich, gar nicht in Deutschland vorstellen, wie wenn man hier nicht mal zu Besuch war. Also es ist einfach extrem aus den Ufern geraten. Es ist echt krass. Hier ist einfach alles, buchstäblich alles ist hier aus Wegwerfplastik. Und auch die Kultur ist Wegwerfplastik. Also, selbst wenn man zu Hause einen Geburtstag feiert oder einfach nur mal Freunde zum Poolschwimmen einlädt, es wird immer alles in Single-Use-Plastik verwendet. Und das hat mich schon echt extrem geschockt. Und das habe ich dann auch relativ zeitnah mitbekommen, wenn ich am Strand spazieren gegangen bin, wie viel Plastik mir denn da so entgegengekommen ist, was da einfach so rumliegt am Abend. Und ja, nach an 3 Tagen traurig darüber zu sein, habe ich dann entschieden, dass ich es einfach einsammle. Und am Ende war ich das ganz allein und dann habe ich auch jemand anderen gesehen, der auch Müll eingesammelt hat und mit der habe ich mich verbündet. Und wir haben dann entschlossen, dass wir einmal die Woche uns treffen und zusammen Müll einsammeln. Und das haben wir getan und so ging meine Geschichte von Clean Miami Beach hier los. Und ich würde gerne anfangen, euch mit einem Video, ein Video zu zeigen. Clean Miami Beach ist natürlich jede Woche dann größer geworden. Und ja, mittlerweile sind wir eine richtig große Organisation, machen einmal die Woche ein Cleanup. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein Video, wie so ein Cleanup so abläuft. Never be allowed to use it ever again. It breaks up into little dots and goes everywhere. Correct. Let me go. We found straws, a lot of straws. I found a bunch of plastic bags. Wow, you found that in the mangroves, right? Three feet squared. You got dirty? Oh, yeah. Save the planet. Nice and cozy feeling after leaving your place. Wow. I don't really know, but it's someone always makes my day somehow. Let me go. Three, two, one. Das jetzt alle sehen und hören können. Also ja, so sieht es, so sehen die Cleanups aus, die ich hier veranstalte. Ich versuche das einmal die Woche zu machen, was natürlich auch sehr viel ist, aber es ist auch einfach bitter nötig. Durch die Zeit jetzt, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, es ist echt so schlimm, wie viel Müll sich hier ansammelt. Es sind zwei verschiedene Mülls, nenne ich es jetzt einfach mal. Es sind die zum einen die Dinge, die die Menschen einfach liegen lassen am Strand oder aus dem Fenster werfen beim Autofahren. Und zum anderen ist es das, was der Ozean anspült. Und das finde ich extrem erschreckend. Es ist ganz, ganz traurig. Es gibt ja einige Naturschutzgebiete, die nicht besucht werden dürfen von Menschen und auch nicht wirklich werden. Und wenn ich da hingehe, das ist echt herzzerbrechend, wie viel Müll ich da finde. Das ist irre schlimm. Und das zeige ich euch jetzt noch mal in einer Präsentation, die ich zusammengestellt habe.
Ja, also alle von uns können, all of us can help save our planet. So, was ich vorhin erwähnte, das so hat es angefangen, so hat Klima Miami Beach angefangen. Wir waren zu zweit und haben uns einmal die Woche getroffen. Und Woche für Woche sind mehr Leute dazugekommen. Wir sind immer weiter gewachsen, bis zu einem Punkt, wo wir 140 Leute waren bei einem Cleanup. Und das ist auch, als ich dann, das war dann der Wendepunkt, als ich entschieden habe, wir sind jetzt hier keine Neighborhood Group anymore, wir sind jetzt hier doch eine Organisation. Und dann habe ich auch quasi die Lizenz beantragt und bin jetzt, man kann das auf Deutsch übersetzen, mit eingetragener Verein. Also seit März haben wir, seit März 2019 haben wir 128 Cleanups veranstaltet, haben mit 3.126 Freiwilligen gearbeitet und bereits über 13.200 Kilogramm Müll beseitigt. In dem Bild oben, in links in der Ecke mit den Strohhalmen, das war in einem Park, der war sehr klein und er hatte Mangroven, einen Mangrovenwald, und da ist ein Kanal und all diese Strohhalme waren quasi in dem Mangrovenwald absorbiert worden von den Mangroven. Das heißt, all diese Strohhalme waren im Wasser und das waren über 280 Strohhalme und wie gesagt, es war echt nur ein ganz kleiner Park und das war schon echt erschreckend zu sehen, dass 280 Strohhalme da, das gibt's ja gar nicht. Wie viele sind denn davon dann noch im Wasser? Das gleiche auch zu den Bottle Caps unten drunter. Ja, das ist das meistgefundene, neben den Zigarettenkippen, das meistgefundene, was wir bei unseren Beach Cleanups finden. Das sind halt diese Bottle Caps. Und auf der rechten Seite, da seht ihr eine kleine Insel hier in Miami Beach in unserer Bay. Und ich wollte eigentlich nur mit dem Kajak dahin und ein bisschen entspannen. Aber das war dann leider dann doch irgendwie nicht möglich, weil da so viel Müll war. Und all der Müll, den ihr hier da seht, das ist tatsächlich von den Leuten, die da hinfahren zu der Insel mit ihrem Jetski oder ihrem Boot oder Kajak und dann den Müll einfach da liegen lassen. Und das ist so krass. Das wird dann halt einfach in der Natur entsorgt und ja, und das ist halt schon echt erschütternd. Neben Cleanups machen wir auch andere Sachen, also wir machen Online-Aktivitäten, wie jetzt auch gerade jetzt hier die Präsentation machen wir auch für die Stadt und für Schulen, wo wir dann eben auch über Plastikmüll sprechen. Und wir haben ein Programm gestartet, letztes Jahr, dieses Jahr im Januar, das nennt sich Classroom on the Sand, was wir ausschließlich für Kinder machen. Und das sind eben auch Cleanups und da arbeiten wir gerne mit dem Seevogelkrankenhaus oder dem Schildkrötenkrankenhaus zusammen, wo wir die dann auch einladen und dann auch noch mal ein bisschen spezifischer über den Impact auf die Tierwelt dann noch mal drüber sprechen und gerne dann auch noch mal eine wieder Freilassung quasi machen, direkt im Cleanup, wo wir dann die Vögel oder letztens hatten wir einen Pelikan, das war total cool, da haben wir den Pelikan wieder freigelassen. Ja, aber die große Frage, warum ist Plastik denn überall zu finden? So, die drei Bilder, die ihr hier seht, die habe alle ich geschossen. Links ist so ein Mangrovenwald und da kann man sehen, wie sich diese Plastiktüten um diese Wurzeln drum wickeln. Fishing Line und dann, was hier auch gerne verwendet wird, was ich gar nicht verstehen kann, sind diese Plastikgrünen Wände. Wenn man jetzt eine weiße Hauswand hat, kann man sich da Plastik drauf machen, damit es grün aussieht. Das wird hier gerne gemacht und das finden wir leider halt auch immer in jedem Cleanup. Im mittleren Bild, klar, die Plastikflasche, das ist hier extrem, wie das verwendet wird. In Deutschland werden ja auch so viele Plastikflaschen verwendet, aber die werden zumindest zurück zum Supermarkt gebracht, weil da ja Pfand drauf ist. Hier gibt es keinen Pfand drauf, deshalb landen die auch alle in den Straßen. Am Ende ist es aber dennoch das Gleiche. Also Plastik ist scheiße so oder auch so, ob man jetzt Pfand drauf hat oder nicht. Jedenfalls, aber trotzdem ist es halt doch echt krass zu sehen, wie viele Plastikflaschen das hier anspült. Ja, und auf dem rechten Foto seht ihr dann, was wir Microplastik nennen. Ne? Plastik geht ja zersetzt sich nie komplett, zerbricht nur in kleinere Teile. Und das ist auch erschreckend zu sehen, wie viele dieser Plastikteile mittlerweile schon in der Natur zu finden sind.
Ja, das Ganze hat sich hier etabliert in den USA über die Throwaway Culture. Und zwar gab es im Life-Magazin von 1955, gab es dieses Bild auf der Titelseite, was ihr da seht. Das ist quasi eine junge Familie, die jetzt endlich den Durchbruch geschafft hat und eben kein normales Geschirr mehr benutzen muss, sondern das ist jetzt so toll, wir können jetzt einfach Wegwerfplastik verwenden. Und es wurde damals so gefeiert als Wohlstand und als Erleichterung und als Durchbruch, als Innovation. Und leider ist es heute noch so in den Köpfen drin. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich in Deutschland mit Plastikbesteck essen sollte, dann haben meine Eltern gleich gesagt, nee, Plastik isst man, mit Plastik essen nur die armen Leute. Und hier in Miami ist es aber so, dass die reichen Leute mit Plastik essen. Wobei ich jetzt finde, es irgendwie ein blöder Vergleich, aber es ist halt tatsächlich so, weil dann kann man sich das eben leisten, das einfach wegzuwerfen. Ja, durch diese Bequemlichkeit hat sie aber eben auch noch die Downside. Ne? Das ist halt auch einer der Hauptgründe, warum die Ozeane heute in Plastikmüll ersticken. Hier sieht man eine Kurve über die Produktion des Plastiks. Also es ging in den 50er Jahren, wurde Plastik offiziell erfunden und in den 70ern in den Markt eingeführt. Und wie ihr sehen könnt, die Prognose in 2050 ist einfach mal verrückt. Das ist Wahnsinn. Ein ständiger Anstieg. Und hier lässt sich auch rausschließen, dass es für uns Menschen hat es tatsächlich nur um die 70 Jahre plus minus gedauert, die Meere komplett mit Plastikmüll zu ersticken. Mittlerweile ist ja Plastik überall zu finden. Es regnet Plastik am Himalaya. Es ist Plastik in einer Plazenta nachgewiesen worden. Und ich bin der Meinung, dass es nicht ein Tier auf dieser Welt mehr gibt, was kein Plastik im Magen hat. Das Ergebnis unseres bequemlichen Lifestyles ist die ernsthafte Ozeanverschmutzung. Alle 60 Sekunden gelangt eine LKW-Ladung von Plastik in unseren Ozeanen. Es sind 13 Mal mehr Plastikstücke in unserem Ozean als Sterne in unserer Galaxie. Und das finde ich einfach mal so krass. Wir alle sehen ja gerne mal hoch in die Sterne und weiß ich jetzt nicht, 13 Mal mehr als in unserer Galaxie. Das sind Zahlen, das ist einfach irre, sich überhaupt vorzustellen. Und das ist schon echt krass. Aber warum ist Plastik eigentlich so schädlich für die Umwelt? Plastik wird aus nicht erneuerbaren fossilen Brennstoffen hergestellt. Plastik ist kreiert, um für immer zu existieren. Es ist nicht biologisch abbaubar, es zerbricht lediglich in kleinere Teilchen. Diese Teilchen heißen Mikroplastik und wurden neulich im menschlichen Körper nachgewiesen. Und hier ist, was wir verwenden. Wir verwenden 1 Million Plastikflaschen weltweit pro Minute. 500 Millionen Plastikstrohhalme in den USA täglich. Fast 2 Millionen Plastiktüten weltweit pro Minute. Und hier haben wir nochmal die Kaffeebecher, 100 Millionen Plastikbecher in den USA täglich. Also nicht Kaffee, sondern Saft. So sieht es aus, wenn Plastik in kleinere Teile zerbricht. Wissenschaftler schätzen, dass sich 5 Trillionen dieser Teile in unseren Meeren befinden. Dieses Bild ist von 2017. Das ist aus Indonesien, ein Strand in Indonesien. Es wurde von Greenpeace aufgezeichnet. Und ja, also hier sieht man, dass das Problem jetzt schon einige Jahre bekannt ist. Und dennoch wird wenig bis gar nichts dagegen getan. Das Einzige, was getan wird, wird mehr Plastik produziert. Aber wirklich das Problem angefasst wird halt nicht. Und also das finde ich schon echt krass, dass so lange jetzt schon das bekannt ist und wir einfach weitermachen. Tiere verwechseln Plastik mit Futter. 90% aller Meeresbewohner haben bereits Plastik aufgenommen. Und es sind nicht nur die Fische, sondern es sind eben auch die Vögel, auch die Tiere an Land, die in Strandnähe leben.
Schildkröten und andere Meeresbewohner wechseln Plastiktüten mit Quallen. Wissenschaftler haben jetzt auch festgestellt, dass sogar die Plastiktüte so riecht wie eine Qualle. Und somit ist es für eine Schildkröte natürlich echt schwierig. Selbst ich kann den Unterschied manchmal nicht feststellen, wenn ich auf dem Wasser bin. Da ist da so eine Plastiktüte oder eine Plastikverpackung, die durchsichtig ist, kann sehr, sehr, sehr schnell wie eine Qualle aussehen. Und wenn wir als Menschen den Unterschied schon kaum feststellen können, wie sollen das dann nur noch die Tiere machen? Das ist sehr schockierend hier. Das war 2018. Das ist der Inhalt eines toten Wals in Thailand. Der Wal ist verhungert, weil er ausschließlich Plastik gefressen hat. Das sind 60 Kilo Plastikmüll, was da an seinem Bauch war. 60 Kilo. Hier sieht er eine Karte von den USA, von allen Flüssen und Bächen und alles, was sich irgendwie bewegen kann. So sehen auch alle anderen Landkarten aus, wenn man sich nur auf die Flüsse konzentriert, auf das Wasser. Und somit kann man auch ganz einfach sehen, dass alles miteinander verbunden ist. Meine Freunde in Deutschland, die posten gerne immer noch auf Instagram, wie sie ganz stolz ihren Cocktail mit einem Plastikstrohhalm trinken. Und ich so, Leute, ey, was soll das? Ihr folgt mir jetzt schon seit meiner ganzen Zeit hier. Wieso benutzt ihr Plastikstrohhalme? Und da kommt oft die Antwort, ja, wir wohnen ja nicht am Strand. Ja, das ist richtig, aber es ist alles miteinander verbunden. Und auch wenn ich die Ausrede höre, ja, aber ich mache es doch in die Mülltüte und der Müllmann holt das ja dann ab, heißt das ja nicht, dass das verschwunden ist. Es ist immer noch in der Natur und es kann immer noch ins Meer gelangen. Dieses Foto habe ich selbst gemacht. Das ist eine Mülldeponie hier in Miami. Und die großen Müllsäcke im Vordergrund, die ihr seht, das war das Resultat eines Cleanups, war ein Straßencleanup in Wynwood. Und es waren über 600 Pfund, also ungefähr so um die 350, 400 Kilo Müll. Und es war an dem Tag nicht möglich, dass die Stadt den Müll entsorgt hat. Also musste ich mich selber um die Entsorgung des Mülls kümmern. Und da blieb mir eben leider nichts anderes übrig, als es auf die Müllhalde zu bringen. Und als ich dort oben stand, habe ich geweint, weil ich mir bewusst geworden ist, dass der ganze Müll, den wir gerade eben erst eingesammelt haben, wir haben den ja jetzt wirklich nur von einer Stelle auf die andere Stelle gelegt. Das war echt krass zu sehen. Und das war ein Mini-Cleanup. Und wir hatten nur eine Straße sauber gemacht. Was mit dem anderen Rest? Ja, und am nächsten Tag sah es auch schon wieder genauso aus wie vorher. Also das war echt eine ziemlich heftige und überwältigende Erfahrung für mich zu sehen. Ja, was kannst du tun? Also das Erste und Wichtigste ist aufhören, vor allem Wegwerfplastik zu verwenden. Also Plastik im Allgemeinen ist richtig scheiße, aber Single-Use-Plastik ist noch viel mehr scheiße. Also bitte das schon mal gar nicht mehr verwenden. Und ja, Plastik-Wasserflaschen sind Single-Use-Plastik. Also einfach aufhören, das zu verwenden. Refuse, reduce, refill, repurpose, repair, recycle. Recycling ist immer unsere letzte Option. Also schaut, dass ihr vorher gucken könnt, ob ihr es entweder wiederverwenden könnt, reparieren könnt, für was Neues neuen Zweck erstellen könnt. Und Recycling, wie gesagt, ist die letzte Option. Ja, nimm gern selbst mal an einem Cleanup teil, um das mal zu sehen mit eigenen Augen. Oder organisiere dein eigenes. Meine Lieblingsdoku ist The Story of Plastic. Das könnt ihr kostenfrei über Vimeo anschauen. Geht eine Stunde und ist wirklich mega toll. Also The Story of Plastic. Sprich mit deinen Freunden, mit deiner Familie und deinen Kollegen über das Problem oder allgemein über den Ozean. Was ist dein Lieblingstier im Ozean? Wie viele gibt es davon? Wie ernähren die sich? Sprecht einfach über den Ozean. Es ist für alle frei zugänglich. Das ist kostenlos und es kann auch sehr interessant werden. Ja, man kann auch ein Solo-Cleanup veranstalten. Ich weiß, durch die Pandemie war das ein bisschen schwierig, sich mit Freunden zu treffen. Ich bin trotzdem jeden Tag rausgegangen und habe meinen Solo-Cleanup gemacht. Also ich trage immer Handschuhe
Meistens finde ich sogar eine Mülltüte unterwegs. Das hat ja, meine Vorgängerin auch schon erzählt. In der Regel liegen überall Plastiktüten rum. Und ich spiele immer Find It, Fill It. Sammle Müll ein, sei vorsichtig mit scharfen Objekten, vor allem Nadeln, zerbrochenes Glas. Das Gefühl zurückzugeben ist positiv überwältigend. Lass dich einfach drauf ein. Schick uns gerne Fotos auf Instagram oder poste auf deinem eigenen Account und auch hier sprich mit Freunden, Familie und Kollegen darüber. Ja, diese Bilder sind, habt ihr sicher auch schon gesehen, das ist quasi a new plastic wave has risen. Also das ist schon echt krass mit dem Corona-Müll. Ja, derzeit werden 194 Billionen Wegwerfmasken jeden Monat weltweit benutzt. Und wenn das nur 1% ist, was davon in die Umwelt kommt, also es kommt ja alles in die Umwelt, es geht ja nicht weg, auch wenn man es in die Mülltüte macht, aber wenn man es auf der Straße verliert oder aus Versehen wegwirft, das sind schon Zahlen, das ist einfach unbegreiflich. Wegwerfmasken bestehen auch aus Plastikpolymeren. Und die sind nicht biologisch abbaubar oder wiederverwertbar. Also es ist auch Single-Use-Plastik. Tiere verstricken sich in den elastischen Bändern. Ja, und wir hatten hier so eine kleine Sammelaktion gemacht von Oktober 2019 bis April 2020 haben wir 1020 Masken innerhalb von 5 Blocks in Miami Beach eingesammelt. Die Zahlen sind falsch, es war Oktober 2020. Bis April 2021. 1020 Masken in 5 Blocks, ist irre. Ja, hier noch meine Lieblingsdokus, die ihr euch gerne mit anschauen könnt. Hier könnt ihr am besten mal einen Screenshot mit von machen. Eine ist, oh ja, Seaspiracy, habe ich auch mit aufgenommen. Okay, ja, also Netflix und dann die anderen Channels, wie gesagt, The Story of Plastic auf Vimeo und die anderen könnt ihr einfach googeln. Plastik war es, fand ich auch ziemlich cool. Da ging es eben um diesen Recycling-Myth, kann man auch über YouTube, meine ich, anschauen. Hier sind nochmal meine Kontaktinformationen. Wir haben eine Webseite, das ist cleanmiamibeach.org. Meine E-Mail ist sophie.ringel@cleanmiamibeach.org. Und natürlich sind wir auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Da könnt ihr auch euch mit uns verknüpfen, uns schreiben, uns Fragen stellen, uns Inspirationen schicken. Überall Clean Miami Beach. Vielen Dank fürs Zuhören und danke fürs Beschützen der Ozeane. Das hat mich sehr gefreut.